Ja, bitte, Herr Meckermann-Bieber, ich bin wieder. Ja, ich melde mich heute mal. Leute, heute ein ganz besonderes Video. Zwar geht es heute darum, dass ich euch erzähle, meine Ziele mit 20 Jahren, Leute. So, ich würde mal sagen, wir nehmen mal direkt los. Ich werde euch alle sagen, was ich so Ziele habe und was ich erreichen will. Deswegen würde ich mal sagen, wir legen mal direkt los. Also, mein erstes Ziel wäre, dass ich mehr Instagram-Bilder mache, Leute. Weil draußen ist so schönes Wetter, da gibt es so schöne Ecken, da kann man so schöne Bilder machen, Leute. Ja? Das heißt, ich gebe Orgen, ja, die will ich fotografieren und auf Instagram stellen. Ja? Aber das Ding ist halt, mein Papa hat nicht mehr Zeit für mich, Leute. Ja? Weil mein Vater ist ja gängig arbeiten, ja? Und der Termine, ja? Das ist halt das Problem. So, deswegen wäre mein Ziel, ja? Dass ich mehr Instagram-Bilder mache, Leute. Ja? So. Weil. Im Sommer kann ich auch so schöne Bilder machen. Das heißt, irgendwo im Sommer oder im Frühling, ja, schönes Wetter, wie wir ja, Frühling geht vor die Tür. Ja, da habe ich mal ein Video darüber gemacht, wo ich euch erzählt habe, meine Ziele für den Frühling. Falls ihr das Video mit mir angeschaut habt, könnt ihr mal gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke euch mal in der Videobeschreibung. Falls ihr mal anschauen wollt. So, ja, so wie ich eben erwähnt habe, Frühling geht vor die Tür, Leute. Und ich will mit Wecker, ich filme euch erstmal, so sieht das Ganze aus. Ich bin ja, ich will mit Wecker draußen, Sommer ist draußen, ja. Und da gibt es so schöne Ecken, da kann man echt schöne Bilder machen, Leute. Ja, zum Beispiel, ich gebe Ecken oder Orte, ja, da blühen die Blumenblüten so arg, ja. Zum Beispiel, ich habe mal Arbeitstag gehabt und da war ich im Wald, Leute, und da war Pinge mit Blumen, Leute, so Pinge mit Gebüsch, Leute, ja. Und der Gebüsch war sehr pink, Leute, ja. Und dann dachte ich erstmal, okay, ich mache da ein Instagram-Bild, ich fotografiere erstmal, ja. So, und dann habe ich meine Kamera rausgeholt, ja. Beziehungsweise mein Handy, ja. Bei meinem Handy, ja, mein Arbeitsgerät, Leute. Und dann habe ich Bilder gemacht und Blumen. Und dann habe ich direkt auf Instagram gepostet. Aber, Leute, ich habe mal aufgepackt, Leute. Ich möchte mal gerne mal wissen, wie alt das Bild ist, Leute. So. Und geantwortet dabei, das Bild ist 2 Jahre alt, Leute. 2 Jahre alt, Leute. Das Bild habe ich 2020 gemacht, Leute. Das heißt, vor 2 Jahren, Leute. Und das Ding ist, Leute, ist, da war ich erst mal, gerade mal 18 Jahre alt, Leute. Und jetzt bin ich 20 Jahre alt, Leute. Ich dachte mir geil, Leute. Ja? Deswegen das Bild. Ich bin 2 Jahre alt, Leute. Und das ältere Bild, wo ich habe, ja, ist über 4 Jahre alt, Leute. Das heißt, das Bild habe ich vor 4 Jahren gemacht, Leute. Alter, wie die Zeit alles geht, Leute. So, jetzt mal zeige, Leute. Jetzt erzähle ich euch mal das nächste Ziel. Also, was ich auch noch vorhabe, ist auch Hand umhängen. Ich will ja. Falls ihr das Video seht, hab mir echt ein cooles Handtuch gekauft. So sieht das Ganze aus. Was ich sehr schön finde, ist, dass blau-weiß abgebildet ist. Und mein Finger sieht mega cool, Leute. Ja? Weil, gelbe T-Shirt, die Cap hier, gelbe oder schwarzartige Hose, finde ich cool, Leute. Da habe ich mit 9 gekauft, gebraucht gekauft, Leute. Da habe ich bei mir mal abgekauft, Leute.
weil ich so schön fand und mich geurteilt haben wollte. Ja. Also im Gehandel, mit dem Handel fühle ich mich jetzt wohl, Leute. Ja. Und mein Ziel wäre, dass ich mehr Handtücher kaufe. Das heißt, ich will mit mir mehr Handtücher kaufen, sondern ich möchte neue Handtücher kaufen. Ja. Wo, also ich sage immer mal, Leute, ich möchte ein Handtuch haben, wo auch richtig cool aussieht, Leute. Ja. Wo ich Umhänge habe und ich richtig cool aussehe. Ja. Zum Beispiel, so wie das zum Beispiel, ja. Also ich habe auch coole Handtücher, aber mein Ziel wäre, ich möchte ein gutes Handtuch kaufen, Leute, wo ich keine hack, Leute, wo ich keine leiten kann, Leute. So, und das wäre auch mein größtes Ziel, Leute. Ja, klar ist, das kaufe ich ja mit Rebark, Leute, mit meinem Rebark, auch beruflich kaufe ich, Leute, ja. Weil ich liebe einfach Handtücher, Leute, weil Hand umhängen, Hand über Schulter legen, ist ja mein Leben, Leute, ja. Ja. Und ich werde auch bei jedem Video, ja, weil ich immer Hand umhänge, Leute, ja. Weil ich finde, meine Meinung, also meine persönliche Meinung, finde ich, Hand über Schulter legen ist eine coole Sache, ja. Und gemacht mit Jäger, Leute, ja. Oder hat mit Jäger gemacht, finde ich, ist eine coole Sache, Leute. So. Und deswegen wäre mein Ziel, neue Handtücher kaufen, neue Geschirrtücher, ja. Und vor allem auch neue Caps, ja. Ich habe auch diese neue Leute, ich zeige euch nochmal, ja. Weil euch mehrere Videos zeigen, mir aufgefallen ist, diese Cap ist neu, Leute, ich habe neu eingekommen, ja. Ich finde die Caps sind mega cool aus, Leute. Allein hier mit Orange, dann hier ein bisschen Schwarz, dann hier mit Marok. Ich finde sie mega cool, Leute, muss ich ehrlich sagen. Und ich war auch sehr teuer, Leute. Ich will euch hier gar nicht einblenden, gar nicht sagen, ja. Aber ich war mega teuer, Leute, ja. Ich sag euch, Leute, ich war richtig, richtig teuer, Leute, ja. So. Dann werden wir mein nächstes Ziel, neue Gummihandy kaufen, weil diese Gummihandy habe ich seit Leben lang, seit 10 Jahren habe ich das Gummihandy, ja. Seit meiner Kindheit, Leute, ja. Aber euch habe ich jetzt mitgesagt, Leute, als ich ein kleines Kind war, als ich 10 Jahre alt war, habe ich immer solche Handys gesammelt, Leute. So solche Gummihandys. So, geht es um Samsung. Jetzt habe ich bei eBay bestellt, ich glaube 10 Euro gekostet. Klar, es klingt teuer, ja, aber ich meine, sie wäre, ja, ich neue Gummihandys bestelle. So. Und dann wäre mein Plan, da ich mir einen Amazon-Gutschein hole bei Penny, ja, und von der Gutschein hole ich mir über Amazon dann die Gummihandys, Leute. So. Aber mein Kunde würde mich beruflich zeigen, für mich die Barkohle geht, Leute. Keine Sorge, Leute. Ich werde es mal Entwarnung geben. So. Jetzt das heißt, ich will weiter Gummihandy sammeln. Ja. Und schicke mir Hersteller, Modelle, Größen, Farben. Ja. So. Aber der einzige, was ich ein bisschen abschaffen will, ist, dass ich ältere Handy sammle. Geht möchte ich mal Kohle mit, Leute, ja, weil so ältere Handy mag ich so gerne mit, Leute, mag ich mich so, Leute, aber auf jeden Fall wieder so in die Richtung, Leute, ja, so, mein nächstes Ziel wäre auch eine Radtour machen mit meinem Vater, also mit meinen Zuschauern sind ja Rebark, Leute, ja, weil ich bin am Rebark unterwegs, Leute. Aber euch werdet mal cool mit mir über Kamera. Ich werde mal ein Video machen, wo euch mein Fahrrad fahre oder Radtour bin.
Ja, kommen wir mal Highlight-Ziele. Highlight. Weil ich auf jeden Fall vorhabe. Oder geht ihr ja vor, man habe in dem ja zum Bar alleine rausgehen, Leute. Ja? Das heißt, ich will wieder alleine rausgehen, wo ich überall Video drehen kann. Ja? Und auch überall Fotos machen kann. Ja? Einfach Zeit für mich haben. Ja? Das heißt, da ich oben einmal dabei sein muss, da ich einfach Geld machen darf, mit Geld machen darf, Leute. Das heißt, ich will mal alleine wieder rausgehen. Weil ich bin ja vor 3 Jahren, ja, bei alleine rausgehen, habe ich auch ein Video gemacht. Und wir müssen, da habe ich ja auch ein Video gesehen, ja. Da ich überall war, ich war da hinten auf dem Feld. Ich war da auf der Straße, ja. Und da bin ich immer mit der Kamera überall hingelaufen, ja. Und im Hintergrund habt ihr mich gesehen, dass keiner dabei war. So. So was will ich wieder machen, da ich einfach alleine rausgehe und einfach in Ruhe arbeiten kann, Leute. Ja. Da ich dann einfach in Ruhe für euch Video produzieren kann. Ja. So. Kommen wir ja letzten Punkt, Leute, weil die Video geht jetzt sehr, sehr lange. Jetzt zeige ich euch mal, was ich Muff vorhabe. So. Wundert euch gerade, wenn ich mich richtig laufen kann, ich habe Fußschmerzen, Leute. Ja. Aber ich habe heute, und da geht genau, habe ich Missuch geschlafen, Leute. Ja. Und euch muss man ansprechen. Ich hab Fußschmerzen, Leute. Beide Fuß tut mega weh. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich verlegen war. Oder ob ich hier was gehabt habe, ob da ein Gegendamm war. Weil ich ehrlich gesagt habe, auf jeden Fall tut der Fuß sehr weh. Ja. Deswegen, eigentlich wollte ich heute kein Video reden, Leute. Ja. Aber ich muss Video reden, Leute. Weil ich bin ja auf Handy angewiesen, Leute. Ja. Weil ich hab mich jetzt beruflich, Leute. Ich verdiene auch mein Geld dafür, Leute. Ja. Das heißt, ich muss mein Geld weiter verdienen, Leute. Ja. Deswegen, egal ob ich krank bin, ob ich Schmerzen habe, oder wie reden muss, so oder so, Leute. Aber ich auch voll egal, Privatsache, was ich vorhabe, ist mir mal mit ganze Cat hier. Ja. Ich habe vorgenommen, dass so wie hier am Makel hin bohre und dann die Cap hier so aufhängen kann. Oder so wie hier, wie mein Papa hier macht, so einfach die Cap nebenlanger aufhängen. Ja? Und der Highlight davon, Leute, ist, ich brauche keine Bohrmaschine, ja? Sondern ich muss einfach reinhämmer mit Hammer, Leute. Ja, und die Werkzeuge sind hier ungefähr 1000, Leute. Ja, und da kann ich einfach hinhämmern und dann die Marke reinhämmern oder reinkloppen, wie das da hieß. Und dann kann ich hier mein Rezept aufhängen. Ja, also ich bin mal gespannt, wie cool das aussieht, weil so sieht gar nicht cool, Leute. Weil es sieht aus, als wäre hier Bombe eingeschlagen, Leute. Ja, und das Chaos, wo ich hier habe, ich kann morgen für meine ganze Handtücher oder für meine ganze Gesichtstücher, ja. Das heißt, wenn dann morgen ist und der Tag beginnt, dann ich mir umhängen will oder einfach Schulter legen will, dann kann ich einfach mehr aufklappen und umhängen, Leute. Das wäre mein großer Ziel mit 20 Jahren, Leute. So, ihr wisst ja, ich habe ja am Montag Geburtstag gehabt, oder ich habe euch schon gesagt, ich habe am Montag Geburtstag gehabt und bin mir endlich 20 Jahre alt geworden, Leute. Ich dachte nicht geil, Leute. Also ich finde
gealtert für das U-Am, Leute. Ja, weil einfach ein Jahr älter sein. Ja, aber der eine, weil ich kann, gar keinen Bock habe, wenn Eva Marenga Alter kommt, wenn ich dann 40, 50, 60 Jahre alt bin. Ja, und gebe mir mal gespannt, wie das mit YouTube aussieht. Ja, weil ich weiß ja nicht, ob ihr mal mit 50 mal mein Video mal anschaut. Geht halt Problem. Ja, weil wenn ich 70 oder 80 Jahre alt bin, ja, weiß ich nicht, ob ihr mal mein Video mal schaut. Geht halt die Frage. Und deswegen wollte ich euch mal Danke sagen, dass ihr immer auf meine Seite seid, immer aktiv seid, immer schön abonnieren tut, meine Videos schaut, immer da mal oben schaut, immer promotieren tut, ja, und auch immer Werbung für mich macht. Also, ganz dicke Rose, danke schön für euch oder an euch. Wollte euch mal Danke sagen für jeden Zuschauer, der mir immer abonnieren tut. Weil man Videos schauen tut, promotieren tut, liken tut und so weiter fort. Die Videos teilen tut vor allem. Also, danke schön, Leute. Ja, weil heute gibt mit YouTube so allem gewesen, Leute. Ja, heute ist die Chat mit liken können, die Handgrüßer. Ja. Also, riesig danke schön, Leute. Danke schön. Und man, ja. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, ich halte euch mit lange auf. Ich würde mal sagen, mit meinem Video, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen oben. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, bei dem Video schreibt mal in ganz kleiner Sorge.r und konkret mein Bilder, mein Video, wie gesagt, kriegt ihr den Video, schreibt mal kriegt und konkret mein Bilder. Bilder lag nicht mehr so hoch, aber Videos. Lass aber gerne abonnieren und kommt gerne ein paar Mal zu. Wenn ihr euch gut habt, gebt einen Daumen oben, für euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Heu, Biber.